Hallo bei Phil's Philosophy, weshalb wir aus praktischem Können philosophische Erkenntnisse gewinnen können. Das ist die dritte Folge über das nicht-propositionale Wissen oder Erkennen. Erst einmal eine Wiederholung der ersten Folge. Hier hatte ich das propositionale Wissen dem nicht-propositionalen gegenübergestellt. Heute soll es nur um die rechte Seite gehen, also um das nicht-propositionale Wissen und dort auch nur um ein Beispiel, nämlich wir hatten die Kurzschwungtechnik beim Skifahren als Beispiel benutzt für ein praktisches Können. Wenn man das propositional beschreibt, dann müsste man so ungefähr sagen, die Kurzschwungtechnik beim Skifahren auf schwarzen Pisten setzt sich aus folgenden Bewegungen zusammen und dann kämen lauter wahre Aussagesätze, das wären dann präzise Definitionen und Beschreibungen. Aber das nicht-propositionale Wissen würde sagen, ja, ich mache diese Kurzschwungtechnik schon und zwar automatisch. Ich könnte gar nicht sagen, wie genau, aber das ist praktisches Wissen im Sinne von etwas können. Und darum soll es heute gehen und um die Frage, wie wir daraus philosophieren können. Zunächst die Frage, was ist daran philosophisch überhaupt interessant? Geht es hier um Skifahren oder was? Skifahren oder Schwimmen oder auch handwerkliches Können sind Beispiele für nicht-propositionales Wissen, denn hier lässt sich vieles in Aussagesätzen zwar beschreiben, doch schließlich muss dieses praktische Können sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Das ist das Nicht-Propositionale. Es gibt jetzt aber auch Beispiele für praktisches Können, die unmittelbar auf dem Gebiet der Philosophie liegen. Etwa das gute Leben, das gelingende Leben als ein praktisches Können seit Aristoteles. Auch hier bei der Frage nach dem gelingenden Leben können wir zwar vieles beschreiben, aber wirklich verstehen kann man das gute Leben nur, wenn man es erfährt oder auch praktiziert, nicht schon, wenn man einfach in Aussagesätzen darüber spricht. Das bedeutet, die Wahrheit dieses praktischen Könnens, hier also das Gute im Leben zu verwirklichen, ist von anderer Art als die Wahrheit von Aussagesätzen. Man kann auch Wahrhaftigkeit dazu sagen. So, und jetzt kommt Schritt 1. Inwiefern ist denn das gute Leben ein praktisches Können? Kann man das irgendwie sich klar machen? Und da habe ich jetzt zwei Beispiele aus Literatur. Die Schriftstellerin Helga Schubert erzählt aus ihrer Kindheit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein idealer Ort, schreibt sie, ist eine Erinnerung an das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes, mein alter Freund, sagte sie immer, in der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Immer am ersten Tag der langen, wunderbaren Sommerferien. Neben mich auf einen extra dorthin geschleppten Holztisch hatte dann ihr alter Freund ein großes Stück warmen Streuselkuchen auf einen Porzellanteller gelegt, den er zu meiner Begrüßung extra gebacken hatte. Ich durfte in der Hängematte liegen bleiben und von dort mein Stück Kuchen essen und die Tasse Muckefuck trinken. Die Hängematte war zwischen zwei Apfelbäume geknotet, unter mir lagen die Falläpfel, über mir hingen die reifen Klaräpfel, neben mir standen die Büsche mit roten, weißen und schwarzen Johannisbeeren. Am Vortag war ich allein mit dem Zug aus Berlin gekommen, gleich nach der Zeugnisausgabe am letzten Schultag, musste ich dort nur meine Mutter im Dienst anrufen, ihr meine Zensuren vorlesen, mich für eine eventuelle 2 entschuldigen. Wieso hast du da keine 1? Du brauchst doch nur in die Schule zu gehen und nicht den ganzen Tag zur Arbeit wie ich. Als ich an diesem letzten Schultag, also sozusagen der erste Ferientag, wie jedes Mal am Bahnhof Greifswald aus dem Zug stieg, mit meinem kleinen Koffer, den ich am Vorabend gepackt hatte, standen sie schon da, meine Großmutter und ihr alter Freund. Sie presste mich an sich, meine Lütte. Und er schnürte meinen Koffer auf seinen Gepäckträger. Als wir den Begrüßungskaffee im Garten getrunken hatten, räumte meine Großmutter das Geschirr wieder in die Küche. Ich stieg aus meiner Hängematte und half ihr zu tragen. Der alte Freund begann, den Handwagen mit den Obstkisten für den nächsten Tag zu packen. Denn am frühen Morgen des zweiten Ferientages zog er mit mir den Handwagen eine Stunde bis zum Markt, baute die Kisten auf, den bereitstehenden langen Tischen auf,
auch die Waage mit den Gewichten, daneben die Papiertüten. Schnell bildete sich eine Schlange und ich verkaufte alles. Als wir zurückkamen, hatte sie schon das Mittagessen gekocht, goss die Kartoffeln ab. Wenn wir das Tor öffneten, nach dem Essen wusch sie alles gleich ab. Ich dagegen musste nicht abtrocknen, sondern durfte mich in die Hängematte legen und lesen, bis ich einschlief und wieder aufwachte, und zwar am gedeckten Kaffeetisch. Bis zum Ende des Sommers, so konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute. So endet diese kleine Erzählung von Helga Schubert. Die Ich-Erzählerin hat als Kind etwas vom Guten erlebt. Zwei Menschen, die Großmutter und ihr alter Freund, verstanden sich auf das gute Leben. Sie konnten es so machen. Sie liebten die Enkelin und schufen für sie ein ganz kleines Ferienparadies. Diese Erfahrung war eine Gegenwelt gegen alle Kälte, wie sie selbst schreibt, all das Schlimme in der Welt, das die Ich-Erzählerin auch immer wieder erlebt hat, vielleicht dann nach den Sommerferien. Das Gute als praktisches Können, wir erleben es hier aus der Perspektive eines Kindes. Das Kind erkennt das Gute und ebenso die praktische Könnerschaft der beiden Alten. Das ist ein bisschen künstlich, der Begriff praktische Könnerschaft. Das zeigt einfach, die haben es raus, wie sie es dem Kind schön machen. Zweites Beispiel, der Schriftsteller Peter Handke erzählt von seiner kleinen Tochter. Sie tut sich schwer in einer Kindergruppe. Sie weint viel, sie kann sich nicht wehren. Der beobachtende Vater und die unglückliche Tochter sind beide verzweifelt. Wohl sollte der Vater besser nicht eingreifen, aber, jetzt Zitat, unmöglich angesichts des blassen, zitternden Etwas, eine kleine Tochter in der Kindergruppe, nicht tätig zu werden. Und so mischte sich der Erwachsene, so schreibt er immer von sich selbst, der Erwachsene, doch öfters ein, ergriff Partei und tadelte seinen wehleidigen, selbstbezogenen, gemeinschaftsunfähigen Angehörigen, also seine Tochter. Aber mit der Zeit, so geht der Text hier weiter, langsam schlossen sich die Kinder freilich doch zusammen. Ende des Zitats. Und eines Tages erlebt nun der Vater, und darauf kommt es mir an, wie er seiner Tochter helfen kann, viel besser als durch Schimpfen. Es gelingt ihm, sich über die Kinderschar zu freuen, ein Teil von der Gruppe zu werden, und zwar als Erwachsener, als Verantwortlicher, von dem gleichzeitig Freiheit und Sicherheit ausgehen. Und das ist jetzt das praktische Können, was jetzt beschrieben wird. An einem Frühlingstag steigt er, also der Erwachsene, der Ich-Erzähler, mit ihnen einen Hügel hin an und bemerkt da an sich eine vollkommene Freude, bloß weil er sich unter so vielen verschiedenen Kindern bewegt. In der Begeisterung erst bekommt er die Stimme, auf die die Kinder hören. Die neu gewonnene Leichtherzigkeit des Mannes sprang auch auf das eigene Kind über, und dieses konnte wieder sein, was es war, also einfach es selbst, und bewegte sich zugleich als Körpergelenk, Haarfarbe, Stimmklang, unter anderem deutlich frischer war es jetzt und selbstbewusster. Der Verantwortliche, der Erwachsene, erkannte, er musste es, wie auch die übrigen Kinder, nur sein lassen, also nicht ermahnen. Was aber als die ideal ordnende Energie, also der Erwachsene soll die ideal ordnende Energie für die Kinder sein, der sie alle sammelnde Elan, nur wirksam wurde, wenn er für das Kind und die übrigen Kinder dabei doch der rundum Anwesende blieb. Also er lässt sie in Freiheit und ist immer da und Sicherheit gibt Sicherheit, mit dem sie dann gleichsam dahinfahren konnten wie im Bauch eines Friedensschiffs. Zu solch zweifacher Kraft, also sich nicht einzumischen und zugleich die ordnende Energie zu sein, reichte es bei ihm freilich nicht beständig. Das erst wäre die Kunst gewesen. Also Handke spricht hier von Kunst, und das können wir auch praktisches Können nennen. Der Erzähler hat eine deutliche Erfahrung gemacht von einem bestimmten praktischen Können, was ihm plötzlich gelingt. Das ist das Gelingen eines Miteinanders von Erwachsenen und Kindern. Zugleich gelingt es seinem Kind, sich zu öffnen, sich zu integrieren. Dieses praktische Können kann nur annähernd beschrieben werden. Das tut er hier in den schönen Bildern, wie zum Beispiel Bauch des Friedensschiffs, in dem alle Kinder vereint sind. Doch es ist die deutliche, sehr anschauliche Erfahrung eines praktischen Könnens, die hier beschrieben wird. Dieses plötzliche praktische Können zu erfahren,
bedeutet für den Erzähler und seine Tochter, traumsicher wissen sie, dass sie etwas richtig machen. Und zwar, dass sie etwas plötzlich können. Dieses Können ist Teil des guten, des gelingenden Lebens. Noch einmal die schöne Metapher vom Bauch des Friedensschiffs. Jetzt kommt Schritt 2, denn wir müssen uns fragen, wie können wir aus diesem praktischen Können jetzt irgendwelche philosophischen Erkenntnisse gewinnen. Bisher geht es ja immer nur ums gelingende Leben. Aristoteles unterscheidet Poiesis und Praxis. Poiesis, etwas handwerklich herstellen, etwas machen, etwas bewerkstelligen. Auf der anderen Seite die Praxis. Beispiel Schubert, das Ferienparadies, Handke, die Kinderschar. Das hieß ja, etwas Gutes gelingt einfach. Es vollzieht sich gewissermaßen von selbst, aber natürlich nicht vollkommen von selbst. Menschen sind da beteiligt. Die poetische Herstellung, sagt jetzt Ottfried Höffe, ein Aristoteles-Forscher, von etwas basiert auf dem habitualisierten technischen Können. Also wenn ich weiß, wie etwas herzustellen ist, dann kann ich etwas machen. Demgegenüber verwirklicht sich die selbstzweckhafte gute Praxis als Vollzug. Ja, das ist, was ich eben auch das Gelingen, das sich Vollziehen genannt habe, die als sittlich, ethisch, moralisch, praktisches Können und auch Wissen schlicht die Form gelingender Lebenspraxis selbst ist. Also Praxis ist, im Gegensatz zu Poesis, die Form gelingender Lebenspraxis. Und genau darauf zielten jetzt die beiden Beispiele der Literatur. Ein praktisches Können. Das technische, instrumentelle, praktische Können, diese Poesis, ist auch eine Art von praktischem Können, ja, ist philosophisch noch nicht so interessant, weil es ja eben um Handwerk oder um Sport oder so geht. Wohl aber das praktische Können, Praxis eben als gelingende Lebenspraxis, weil das ja in der Ethik dann relevant ist. Philosophie und Literatur beschreibt und rekonstruiert, wie das Gute im Leben unter anderem aus einem praktischen Können erwächst. Unter anderem heißt es, gehört natürlich auch noch Reflexion dazu. Und jetzt nehme ich zwei mögliche Einwände auf, die genau da ansetzen. Was heißt hier nicht propositional? Also gibt es keine Aussagesätze vom Typ, es ist der Fall, dass P hier in diesen Beispielen ist praktisches Können, ist gelingendes Leben irgendwie ein exklusives oder irgendwas Esoterisches ohne jede Begründungsmöglichkeit. Ja, das wäre ein ganz klarer Kritikpunkt. Und darauf ist zu sagen, Schubert und Handke definieren nicht zunächst das gute Leben, sondern sie beschreiben Erfahrungen, die man nur teilnehmend, und ich sage dazu von innen in der ersten Personperspektive, nachvollziehen kann. Wie das Gute gelingen kann, es geht nicht um präzises Wissen, Definitionswissen, sondern um praktisches Können, eben dieses Nicht-Propositionale. Und dieses praktische Können ist kein Exklusivwissen, wird auch nicht behauptet, es ist natürlich der sprachlichen Reflexion zugänglich und soll es auch sein. Es ist das Ergebnis von Erfahren. Denken wir an die beiden Alten, ja, die haben viel erfahren in ihrem Leben, an Ausprobieren, wie gehe ich mit dem Kind am besten um, reflektieren, wieder erfahren, wieder ausprobieren, wieder reflektieren. Daraus entsteht dann ein praktisches Können. Ein zweiter Einwand, auch der letzte, gehören zum guten Leben nicht ethische Kriterien und Begründungen? Ja, also ist unser philosophisches Gewissen regt sich hier und sagt, wir können doch nicht einfach hier so, das ist alles schön und gut, ja, aber wir müssen doch begründen. Dazu ist zu sagen, alle Menschen können das Gute verwirklichen, nicht nur Philosophinnen. Das Gute wird nicht erst durch Definitionen gut. Die beiden Alten in der Erzählung von Schubert haben nicht erst theoretisches Wissen des Hier und Jetzt Guten und danach schaffen sie dann das kleine Ferienparadies, sondern sie tun intuitiv das Gute. Das ist einfach wichtig festzuhalten. Und im zweiten Beispiel, der Vater und das kleine Kind in der zweiten Erzählung haben nicht erst mal theoretisches Wissen, das hier und das jetzt gut ist. Und dann gelingt ihnen erst das Miteinander, ja, als hätten sie sozusagen ein Buch gelesen, wie sie das machen müssen. Sondern nach längerem Scheitern, wird ja erklärt, finden sie in ein Gelingen. Und dann wissen sie intuitiv, jetzt ist es richtig. Ein Teil des guten Lebens ist also das praktische Können. Es ist von anderer Art als wahre Aussagesätze. Das gute Leben muss also nicht zuletzt deswegen auch eingeübt werden. Also lebenslang müssen wir das Gute lernen, indem wir versuchen, es zu üben. Philosophie reflektiert dann natürlich darauf aufbauend das Gute und fragt, was ist eigentlich gut? Wie lassen sich moralische Regeln begründen? Das ist natürlich dann auch Geschäft der Philosophie. Take-home-Message, weshalb ist praktisches Können für die Philosophie scheinbar unwichtig, eigentlich aber
sehr wichtig, erstmal scheinbar unwichtig. Skifahren, handwerkliches, ja, praktisches Können ist eben Praxis und ist weit entfernt von philosophischer Reflexion. Und in dieser Praxis, ja, Skifahren oder so, da geht es ja auch gar nicht um ethisch gut oder schlecht. Deswegen können wir es als Philosophen doch eigentlich vernachlässigen. Aber nein, es ist eigentlich sehr wichtig, denn das praktische Können gibt es eben auch nicht als Poiesis, sondern als Praxis. Das gute Leben können wir nicht machen, das wäre eben Poiesis, auch wenn wir viele Bedingungen natürlich herstellen können, die wichtig für gutes Leben sind. Aber das praktische Können gibt es auch als Praxis. Und da zitiere ich nochmal Höffe, Praxis, die als sittlich praktisches Können und Wissen schlicht die Form gelingender Lebenspraxis selbst ist. Eine letzte Take-Home-Message, versucht mal auf den Moment zu achten, in dem euch das gute Leben plötzlich mal gelingt. Weshalb wir aus praktischem Können philosophische Erkenntnisse gewinnen können, das war die dritte Folge des Nicht-Propositionalen. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.